Die Ballbuben heute also mit Geschenken für die Spieler. Es gibt für die Barmer Spieler Videokassetten von Graz, ein Buch über die Steiermark, warme Socken, die brauchen sie vielleicht noch für die Heimfahrt. Und einige Naschereien und auch die Mannschaft vom Sturm bekommt hier natürlich auch die Geschenke. Na und der bekommt natürlich wie immer den meisten Applaus. Spielmacher Ivica Vastić bei Sturm. Oh, man kann vor diesem Spiel schwer die Spielstärke von Parma wirklich einschätzen. So, wer gewinnt das Los? Lilian Thuram, der Kapitän, der französische Fußballweltmeister bei Parma und Ivica Vastić, der Kapitän von Sturm. Und jetzt erste Möglichkeit, Achtung, und 1:0 für Parma. Mein Gott, einmal nicht aufgepasst und schon ist passiert. So schnell geht das. Und jetzt wird es sehr schwer werden. Jetzt macht Parma sicherlich den Riegel zu. In der fünften Minute. Wir werden uns das Ganze noch einmal anschauen. Die 200 Parma-Fans freuen sich. Da ist man sich nicht ganz klar. Feldhofer kommt nicht richtig an den Ball. Die Weiher und hier völlig frei und schießt ihn gerade noch an, aber trifft ihn nicht mehr. Und der Ball ist im Tor. Schon. Anschub. Vastić. Und Tor! Tor 1:1. Markus Schopp. Hannes Reinmeier ist da richtig hineingelaufen. 1:1. Schauen Sie, merken Sie sich das Bild. Ein lachender Ivica Osim. Jetzt ist genau das aufgegangen. Der Jolly Joker, Hannes Reinmeier. Da kommt er. Schießt und vorbei an Kurdalban. Und mit 1:1 schaut alles gleich viel besser aus. Vastić, Reinmeier und Tor. Und noch 4 Minuten. Und sie werden es nicht aufgeben bis zur letzten Sekunde. Prilasnik und Tor! Tor! Jetzt hat das geschafft der Ivica Vastić. 87. Minute. Mein Gott, da verschlagt seinen ja geradezu die Straße. Sensationell, 2:1 für Sturm, alles ausgeglichen. Er läuft sich den Ball und mit Gefühl ins Tor gehoben. Prilasnik, Kocian und Ivica Vastić. So, das war's vorerst, 2:1 für Sturm. Er ärgert sich, er weiß, es war mehr drin. 2:1 führt Sturm hier im Schwarzenegger Stadion. Wir kommen, meine Damen und Herren, in Kürze wieder zur ersten Hälfte der Verlängerung. Jetzt aber Schopp. Noch einmal Schopp. Wo ist der Freimann? Anschibo. Und auf der Linie. Tor! 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 3:1, Hannes Reinmeier, sein zweiter Treffer. Noch einmal.
Schopp, keine Chance für Michilo zunächst. Dann Anschipo. Dann noch einmal Reimeyer. Und der Ball rutscht Michilo ins Tor. Reimeyer Schuss und Michilo schlägt sich den Ball selbst ins Tor. Stanic. Schickelgruber. Ziemlich knapp vor der Torlinie hat er diesen Ball gefangen. So knapp, dass sogar reklamiert wurde beim Schiedsrichterassistenten. Was sagt er jetzt? So, was sagt er jetzt dem Schiedsrichter? Also bitte jetzt nicht eine Schiedsrichterentscheidung, die unter Umständen UEFA Cup am grünen Tisch entscheidet. Ja, der Herr ist einmal Radoman. Von ihm aus war es klar, kein Tor. Mein Gott, nur jetzt da nicht eine Entscheidung, die all die Früchte zunichte macht. Ja, ja oder nein? Der Präsident ist der Start im Moment, weiß genau. Also was ist jetzt? Ich verstehe eigentlich nicht, warum da so lang zu diskutieren ist. Er kann nur sagen, der Ball war hinter der Linie oder nicht. Also was ist? Ja oder nein? Auch der Schiedsrichterassistent ist sich nicht sicher. Um Gottes Willen, so eine Entscheidung darf doch nicht den UEFA Cup beeinflussen. Und er gibt Tor für Parma. Er gibt Tor für Parma. Bitte, jetzt muss ich den Regisseur bitten, dass er uns das alles zeigt. Ich will noch nicht von der größten Fehlentscheidung reden. Das darf doch nicht wahr sein. So, ich nehme alles zurück, wenn es so passiert ist. Aber was ist da? Schickelgruber? Ja. Bitte seid so günstig, aber der Schiedsrichter ist nicht so zu 30 Sekunden. Bitte keine Gegenstände aus dem Fußball. Achtung, jetzt. Ich appelliere an Sie, bitte seid vernünftig. Ist er drüber oder ist er nicht drüber? Er war sich nicht sicher, auch der Schiedsrichterassistent. Er hält den Ball einen Augenblick vielleicht zurück oder nicht. Mein Gott, so eine Entscheidung jetzt hier. Hossim schickt seine Spieler zurück. Eine unglaubliche Entscheidung trotzdem, weil er auch so lange gezögert hat. Er war sich nicht im Klaren, vielleicht, ja oder nein, er hat es auch so angezeigt. Es war die Flanke von Stanic, aber was immer auch ist. 3:2 für Sturm gegen Parma. Osim empört alle. So ein Ausgang möglicherweise dieses Spieles hier. 10 Minuten bleiben noch. Das heißt, es müsste eigentlich minutenlang nachgespielt werden. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass die Zuschauer trotzdem ihre Nerven im Zaum halten und auch die Sturmspieler. Aber ich kann schon vorstellen, da plagen sie sich, da bemühen sie sich. Und war der Ball nun hinter der Linie oder nicht? Er war hinten, aber er hält den Ball weit nach vorne. Eine ganz harte Entscheidung in jedem Fall. Und aufgrund der Schiedsrichter-Assistentenentscheidung hat Radoman Tor für Parma gegeben nach dieser Flanke. Und Parma im Moment in der nächsten Runde, weil Parma trotz des Torgleichstandes 2 Auswärtstore erzielt hat.
Es wäre halt zu schön gewesen. Ich hätte ihn dann gerne bewiesen, wenn der Ball wirklich hinter der Linie war, dann war es ein Tor. Aber das haben wir nicht beweisen können. Jetzt ist er leider im Tor und jetzt ist das 3:3 gegeben und das heißt, damit ist Parma definitiv in der nächsten Runde. Aber dieses Tor ist eigentlich erst gefallen, als Sturm schon demoralisiert war. Crespo erzielt den Treffer zum 3:3. Damit fällt natürlich jetzt Parma-Fans, dem Trainer, den Spielern ein Stein vom Herzen. Aber da war die Mannschaft von Sturm jetzt schon demoralisiert in der 122. Minute. Schade, 3:1 hat man gegen Parma geführt. Und es ist halt doch nichts geworden mit dem Aufstieg im UEFA Cup. Einen Punkt bringt Sturm für Österreichs Wertung in der Champions League mit. Mehr ist es nicht geworden. Ein unglücklicher Ausgang. Man kann nur hoffen, dass die Zuseher jetzt trotzdem die Nerven bewahren. Was hilft es? Das Spiel ist nicht wirklich am Rasen allein entschieden worden. Er mit seinem Schiedsrichterassistenten gemeinsam haben das Spiel sicher maßgeblich mit beeinflusst. Ob das Tor zu Recht war oder nicht, das kann ich Ihnen nicht beweisen. Aber im Zweifelsfall sollte man nicht entscheiden, wenn man sich nicht im Klaren ist. Zweimal Rheinmeier, einmal Vastic, zweimal Stanic und einmal Crespo, die Torschützen. Endstand hier im UEFA Cup Rückspiel zwischen Bundikammer Sturm Graz und Parma 3:3. Polizei bringt das Schiedsrichter-Trio raus, vor allem den Schiedsrichter-Assistenten. Ich habe ihn nicht ganz verstanden bei seiner Unsicherheit. Aber es soll ihm natürlich nichts passieren. Er hat sich vielleicht geirrt oder vielleicht nicht. Wir werden Ihnen das Tor heute sicherlich noch ein paar Mal zeigen. Achtung, jetzt noch einmal. Hier ist er eindeutig vor der Linie. Vielleicht war er jetzt knapp dahinter. Vielleicht. Aber er war sicher nicht so hinter der Linie, dass man hier auf Tor entscheiden muss. Das sage ich ganz offen, auch wenn Sie in diesem Fall mir jetzt Patriotismus vorwerfen. Aber wer hat denn nicht in so einer Situation für Österreichs Fußball? Ich habe schon viele Spiele übertragen, aber so ist ein Spiel, glaube ich, noch nie entschieden worden. Schade, schade. Und das verfrühte Weihnachtsfest, das heute hier hätte gefeiert werden können. So verlässt Sturm trotz eines 3:3 und eines großen Spieles mit hängenden Köpfen das Stadion. Weil man weiß, dass hier eigentlich, ich sage nicht höhere Gewalt, aber dass hier halt das Spiel doch nicht von Parma gewonnen wurde oder der Aufstieg, sondern eigentlich der Schiedsrichter Parma hier zumindest günstig beteiligt hat mit einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk. Ja, das war's vorerst einmal. Wir kommen gleich wieder mit ersten Interviews. So, und wir sind hier wieder im Schwarzenegger Stadion und bei uns zwei Interpreten von Sturm, die maßgeblich dieses Spiel geprägt haben. 3:3 der Endstand. Josef Schickelgruber, was sagen Sie denn zu diesem Treffer zum 3:2? Sie waren am nächsten, es war eine ganz strittige Entscheidung und die Regel sagt, im Zweifel für die verteidigende Mannschaft. Würden Sie sagen, dass der Ball drinnen war? Ja, von meiner Sicht aus ist es schwer zu sagen, weil ich hätte eigentlich den Ball auch im Korner ablenken können. Ja. Aber wie man den Ball nicht zum Fangen will, war locker zum Fangen, aber ich war im Tor. Aber ich sage nicht, dass der Ball drinnen war. Schauen wir uns das gemeinsam vielleicht an. Wir haben dieses Tor aus einigen Blickwinkeln. Vielleicht können wir doch hier eine Lösung geben. Na, wenn man so sieht vom Video, war nie drinnen. Aber ich muss sagen, das Spiel hat da eindeutig der Linienrichter gewonnen. Ja. Und so ist er geworden. Der Schiedsrichter war sich ja auch gar nicht sicher. Hannes Rheinmeier, was sagen Sie denn, wenn Sie diese Bilder sehen? Da brauche ich gar nicht diskutieren. Der Pepe hat einen Arm von 1,5 Meter und steht vielleicht 20 cm hinter der Linie. Und das ist lächerlich. Also wenn ich das als Linienrichter nicht sehe, aber ich habe gesehen, dass Danisch ist sofort hingegangen. Und ich glaube, die Jungen verstehen sich ganz gut und das war es halt dann.